Also die Idee ist ganz einfach, dass wir am Standort Hameln schon mal eine grobe Aufteilung vornehmen in Richtung VLANs. Wir haben da verschiedene Switches eingeplant in unserem Gebäude 2. Wir müssen darauf achten, dass die Switches entsprechend VLAN-Tags beherrschen. Ne? Genau. Ja, ja. Die verwenden wir redundant natürlich, damit wir entsprechende Verfügbarkeit haben, logisch. Wollen wir das Ganze zunächst noch als IP-Version 4-Netz aufbauen oder gehen wir schon zur Next Generation? Na, wir sollten zumindest eine Vorbereitung auf IP-Version 6 schon mal 6 vorsehen, dass wir die Umstellung nachher dann ein bisschen reibungsloser über die Bühne bringen können. Das heißt, beim VPN würden wir jetzt noch IPsec einsetzen und können dann die beiden Standorte entsprechend koppeln. Ne? Ja, genau, schön. In Freiburg haben wir ohnehin nicht ganz so viel zu berücksichtigen. Also da haben wir einfach nur mal einen relativ einfachen Switch, der einen Router angebunden ist, genommen. Was machen wir für eine Verkabelung? Nehmen wir konsequent im Tertiärbereich CAT7 oder was machen wir? Ja, würde ich schon vorschlagen, gerade auch, weil wir ja solche Sachen noch wie Voice over IP auch drüber laufen lassen, dass wir da auf jeden Fall auf der sicheren Seite sind, nicht ganz so viele Verlustraten haben. Zwischen den Gebäuden, gerade in Hameln, müssen wir mal schauen, macht es vielleicht schon eher Sinn, dass wir ein bisschen LWL verlegen. Wir auf LWL vielleicht auch etagenübergreifend, nicht? Sollten wir auch. Könnte auch Sinn machen. Sollten wir auch machen, weil wir doch schon ein ganz schönes Verkehrsaufkommen haben. Genau, aber zum Rechner hin, dann am Ende zum Host hin, würde ich schon sagen, Kupfer CAT7. Ja. Das sollte kein Problem geben. WLAN müssen wir mal schauen, ob wir eventuell für Konferenzräume da irgendwie was machen. Richtig. WPA2 verschlüsselt wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Und mit entsprechenden WLAN-Controllern eventuell. Ja gut, wunderbar. Genau, eine DMZ haben wir übrigens auch noch vorgesehen, dass wir dann auch für Extranet-Zugänge das entsprechend vorsehen können. Wenn unser Kunde dann weitere Kunden, Lieferanten mit einbinden will, haben wir das wunderbar gemacht. Ja, sehr schön. Ganz hervorragend. Ja, wir haben gerade in dem Gespräch zur Netzwerkplanung eine Reihe von Begrifflichkeiten gehört, die dem einen oder anderen vielleicht wie ein böhmisches Dorf vorkommen. Und insofern, demjenigen, dem alles klar ist, der kann unmittelbar einsteigen in die Netzwerkplanung. Für die anderen haben wir uns überlegt, dass wir doch eine einfache Struktur, eine Gliederung der Inhalte vornehmen. Und wir haben uns entschlossen, das Ganze in 6 Kapitel zu gliedern. Wir starten mit einer Einführung, gehen dann in die Übertragungstechnik, werden uns mit dem Bereich Vermittlung und Betrieb beschäftigen, haben dann einen Bereich Direktverbindungsnetze, werden dann über eine ganz prominente Protokollsuite sprechen, TCP/IP, und werden uns letztlich damit beschäftigen, wie Internetworking, wie also verschiedene Netze zusammenarbeiten. In der Einführung wird es in erster Linie darum gehen, auch ein wichtiges Modell kennenzulernen, das ISO-OSI-Referenzmodell, um dann in der weiteren Folge auch eine Einordnung der verschiedenen Bereiche vornehmen zu können. Neben diesem Referenzmodell gibt es eine Reihe von Begrifflichkeiten, die wir da schon kennenlernen werden. Und insofern ist es ein einführendes Kapitel in die Sprache der Netzwerker. Im zweiten Bereich Übertragungstechnik wird es darum gehen, zu gucken, wie kommt eigentlich Information über ein Medium vom Sender zum Empfänger. Was kann dabei passieren? Also das Thema Fehlererkennung wird ein wesentlicher Schwerpunkt sein. Und wir werden uns dann anschließend damit beschäftigen, wie können wir letztlich die Daten tatsächlich auch vermitteln über mehrere Netze. Wie werden wir den optimalen Weg finden, die Route für ein Paket, für ein Datenpaket, was durch das Netz bewegt wird. Wir werden sehen, wie man unterschiedliche Geschwindigkeiten anpassen kann. Das ist das Thema Flusssteuerung oder Überlaststeuerung. Und wir werden uns natürlich auch an der Stelle wieder über das Thema Sicherheit und Zuverlässigkeit unterhalten. Ja, Direktverbindungsnetze wird sich darauf beschränken, dass wir uns mal ein Beispiel vom Ethernet, das ist die wichtigste Technologie, anschauen, wie so etwas funktioniert. Wir werden einen kurzen Ausflug in den Bereich der Funknetze machen, um dann auf eine der wichtigsten Protokollsuiten zu kommen, nämlich auf TCP/IP. Es wird um das Thema IP-Adressen gehen, es wird um das Thema gehen, wie wird sowas geroutet, wie wird sowas in Anwendungen dann auch mit Anwendungen versehen. Das heißt also, wie greifen Anwendungen auf diese Protokollsuite zu? Und im letzten Bereich werden wir darauf kommen, wie wir zwischen den verschiedenen Netzen eine Kommunikation herstellen. Das heißt, Sie haben jetzt einen relativ schönen Überblick über die Struktur. Natürlich ist es klar, dass das Ganze gerade im Bereich der vernetzten IT-Systeme nicht einfach nur linear aufzuteilen ist, sondern letztlich ganz stark vernetzt ist.
Wir werden Ihnen immer wieder zwischendurch die einen oder anderen Quellenhinweise geben. Für uns das Standardwerk ist der Scherf. Sie finden hier unter anderem noch den Patterson-Davy, den Tannenbaum, aber auch Literatur aus dem Bereich von Cisco speziell.